Hallo, liebe App-Gefahrenleser. Wie versprochen nach Designed by Apple in California haben wir hier ein weiteres Apple-Fotobuch, das schon seit 2 Jahren auf dem Markt ist. Heißt Iconic, a Photographic Tribute to Apple Innovation und kostet bei Amazon aktuell 50 Euro. Ich muss sagen, 50 Euro für so ein dickes Fotobuch. Ihr seht das hier nochmal von der Seite. Das hat 340 Seiten, glaube ich. Das geht echt in Ordnung. Ist auf Englisch, wobei die Texte bei so einem Fotobuch natürlich eher nicht so lang sind. Was ganz cool ist, am Anfang haben wir ein Vorwort unter anderem von Steve Wozniak, der ja zusammen mit Steve Jobs den ersten Apple-Computer erfunden hat. Und der ist natürlich auch direkt hier am Anfang zu sehen. Ein paar Innereien haben wir hier am Start, für die Wozniak ja verantwortlich war. Und dann sehen wir hier nochmal den Apple I von außen mit der eingebauten Tastatur und direkt den Apple II. Was man sagen muss, von der Fotoqualität, das sind schon ziemlich coole Sachen, ziemlich detaillierte Fotos, die aber vielleicht bei den Produkten selbst nicht so ins Detail gehen, wie es im Apple-Buch der Fall ist, wo man auch die verschiedenen Produktionsschritte sieht. Das ist natürlich für einen externen Fotografen nicht möglich. Aber hier ist wirklich alles drin. Also hier sehen wir den G5. Ein bisschen weiter haben wir dann hier den aktuellen iMac aus 2012. Dann haben wir die ersten tragbaren Macintosh Powerbook-Rechner. Das PowerBook G3 und eigentlich so ziemlich jedes Apple-Produkt bis ins Jahr 2014. Richtig interessant wird das Buch dann, wenn wir ein bisschen weiterblättern, im Bereich Prototypen. Hier haben wir iPods, iPhone. Immer mit so kleinen Kommentaren, zum Beispiel hier einer von Johnny Ive, dem Design-Guru von Apple. Und nach den iPads, genau, kommen wir hier in den Bereich Prototypen. Und da sind wirklich coole Sachen dabei, Produkte, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Zum Beispiel haben wir hier Macintosh-Prototypen. Aber da waren auch so ein paar interessante, wo ich sage, cool, sowas hat Apple auch mal gemacht. Und zwar hier so einen tragbaren Koffer mit einem Apple-Rechner. Dann hier ein Apple-Rechner in so einer Holzbox. Da wo die, das ist sogar noch, ach so, das ist ein Festplattenmodell, okay. Dann haben wir hier den Newton, das ist ja dieser Tablet-Rechner aus den 90er Jahren, der nicht so wirklich durchgestartet ist. Oder auch, schauen wir nochmal hier. Was ist das? Ein E-Mate-Prototyp. Faxgerät. Und hier haben wir nochmal den Newton. Coole Sache. Und was ich auch klasse finde, ah genau, hier zum Beispiel den Mac Mini mit so einem eingebauten iPod-Dock. Das ist auf jeden Fall was nicht auf den Markt gekommen ist. Ganz am Ende haben wir dann nochmal, und das finde ich auch wirklich cool, denn Apple ist ja bekannt dafür, einen Abschnitt Verpackungen. Ja, ihr könnt zum Beispiel sehen, wie, das müsste der Apple I, der Macintosh sein, Entschuldigung, verschickt wurde, der iBook, also die ganzen Kartons. Und ja, das ist schon echt cool. Insgesamt von der Qualität her muss man sagen, echt ein feines Buch. Was ein bisschen schade ist, ich finde es jetzt leider nicht mehr, auf einigen Seiten von diesen 340 Stück waren so kleine Druckfehler. Ja, also da sind die Farben dann mal so ein bisschen verzogen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei diesem Exemplar der Fall ist oder ob das häufiger irgendwie vorkommt. Aber für den Apple-Fan, finde ich, ist das Iconic-Buch auf jeden Fall eine coole Geschenkidee. Und mit 50 Euro auf jeden Fall auch im Preissegment, wo man sagt, okay, das lege ich mir mal zu oder das verschenke ich mal. Denn das Apple-Buch, was ja qualitativ in einer ganz anderen Liga spiegelt, fängt bei 199 Euro an. Und
ja, das ist dann schon über meiner persönlichen Schmerzgrenze.